Liebe Kryptoinvestoren, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Aber wir müssen mal kurz sprechen. Es geht um den gesamten Geldmarktliquidität M2. Sie nimmt zu. Was bedeutet das eigentlich für den S&P 500 und auch für den Kryptomarkt? Da werden wir einen kleinen Blick drauf wagen. Wir werden weiterhin auf den Bitcoin-Preis zu sprechen kommen. Negative Sache muss ich anmerken. Und zwar, der Bitcoin-Preis hat die letzte Woche unter 60.000 abgeschlossen. Bärisches Signal. Was bedeutet das für den Kurs? Und auch eine kleine Theorie meinerseits, wie ich den Bitcoin-Preis sehe. Kurz- bis mittelfristig. Wir werden auch nochmal auf den gesamten Altcoin-Markt nochmal blicken. Ich weiß, Freunde, wir alle sind hier auf dem Markt, um den lang ersehnten Altcoin-Bullrun zu sehen. Der ist noch gar nicht da. Nixos, also irgendwie, ich habe es noch nicht verspürt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht für die einen oder anderen, die in Tooncoin frühzeitig investiert waren, in Clay oder Didix, sie sehen vielleicht eine kleine Art von Bullrun, aber das ist nicht das, worüber ich rede. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich rede von einem richtigen Altcoin Bullrun, also da, wo wirklich Vermögen geschaffen wird, und auf den erwarten wir. Da werden wir auch nochmal einen Blick drauf werfen und viele, viele weitere Themen, Freunde. Aber erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Erstmal. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderbare Nacht, einen super Start an den Tag und konntet euren Routinen nachgehen. Lasst uns direkt starten und gebt dem Video ein Like und auch natürlich dein Abo, wenn du noch nicht abonniert bist. Supportet ungemein hier auf diesem Kanal. Also, was haben wir? Wir haben den gesamten Geldmarkt Liquidität und der nimmt gerade zu. Wir haben wieder ungeahntes Potenzial freigeschöpft. Es wird gerade viel Geld gedruckt. Es wird gerade Geld auf den Markt überschwemmt. Es wird gerade aus dem Nichts herausgeschaffen. Wenn ich das hier sehe, dann sage ich euch eine Sache, und zwar, dass Bitcoin noch wertvoller wird, weil umso mehr Geld gedruckt wird, umso wertvoller wird Bitcoin auch sein. Und das ist schon eine wahnsinnige, wahnsinnige Leistung und auch erschreckend so ein bisschen zugleich, weil ich meine, zu Lasten, wenn Geld gedruckt wird, ist es kurz- und mittelfristig für die Wirtschaft gut, zu Lasten von uns, zu Lasten von dir, denn die Inflation, wir müssen damit das ganze Ding ausbaden. Und das Ding ist der beste Schutz dagegen. Ich denke, für uns ist im Allgemeinen klar, dass Bitcoin ein Asset ist, der Schutz gegen Inflation, der Schutz gegen diese Auswirkung hier. Und ich denke, wir alle sind uns hier einig und sprechen hier die gleiche Sprache, dass Bitcoin long-term gesehen überaus bullish zu bewerten ist. Aktuell haben wir aber trotzdem, wenn wir das Ganze long-term bewerten und betrachten, immer wieder Volatilitäten, was auch okay ist. Das darf es auch sein, und wir wollen auch Geld verdienen und Geld gewinnen. Deswegen haben wir aktuell auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Bitcoin nochmal einzukaufen. Wir sind in unserem Kaufbereich drin. Ich werde jetzt nach diesem Video eine Long-Position auf Bitcoin eröffnen. Kurzfristiges Ziel wird zwischen 61.000 und 62.000 sein, wo ich wieder abverkaufe, denn das ist ein valider Kaufbereich, der auf Grundlage von Fibonacci Retracement kurzfristig berechnet worden ist. Und für mich ist das ein Punkt, wo ich sage, das nutze ich. Die Möglichkeit werde ich nutzen, um hier nochmal günstig einzukaufen und meine Trades hierzu auch zu platzieren. Weiterhin, ich habe auch eine Telegram-Gruppe, joine gerne kostenfrei rein. Ich poste hier meine Signale, wo ich gerade investiere, welche Märkte und Coins ich gerade short. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Shorts, weil einfach ich azyklischer handeln möchte. Und ja, gestern war es nämlich People und da haben wir auf jeden Fall 45% Profit eingefahren. Habe heute Morgen meinen Trade geschlossen, gute Renditen eingefahren und natürlich auch mit Phantom, natürlich auch mit Maverick-Protokoll. Wir fahren hier nach und nach Gewinne ein und versuchen natürlich, das Beste aus dem Markt rauszuholen. So, und generell ergibt sich damit für mich ein Bild aus positiven, negativen Ereignissen. Also generell so diese positive Sachen. Wir haben die Wahlen, die US-amerikanischen Wahlen, wir haben Trump und wir haben Kamala Harris. Wenn es nach Krypto und mir gehen würde, würde ich sagen, Trump soll das Ding gewinnen, denn Trump hat es sich in der Vergangenheit häufiger positiv zu Bitcoin
und Kryptowährung ausgesprochen. Ich zitiere, jeder Bitcoin muss made in Amerika sein oder in Amerika gemeint werden. So in der Art hatte er das auf jeden Fall gesagt. Aber so inhaltlich an sich soll jede Bitcoin, wenn es nach ihm gehen soll, auch in Amerika abgebaut werden und gemeint werden. Auf der anderen Seite haben wir die strategischen Reserven und damit auch das Narrativ. Und das würde insgesamt für Bitcoin einen sehr, sehr guten Ausgangslagestellung bieten, um einfach preislich eine gute Entwicklung auch zu zeigen. Wir haben aber auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, wir haben Goldpreise, die gerade All-Time-Highs erreichen. Wunderbare Sache. Wir haben die Geldmenge, die gerade fast schon ein All-Time-High erreicht. Nicht so gut. Wir haben aber auch die Rezessionsängste. Wir haben die Befürchtung auch eine Art Black Monday 2.0, kann man natürlich so sagen, dass diese Rezessionsängste bevorstehen und auch real sind und somit auch die Angst davor, dass der Stockmarkt kurzfristig die Liquidität rausnimmt. Also Krypto ist an sich ein Fliegenschiss, wenn wir auf den Stockmarkt blicken. Deswegen müssen wir immer schauen, wie die Investoren im Aktienmarkt sich verhalten würden. Und ich denke, wenn wir über Rezessionen sprechen, ich denke, über Angst sprechen, über Volatilitäten sprechen, könnte es tatsächlich dazu führen, dass auch am Stockmarkt eine Art Black Monday 2.0 nochmal kommen könnte. Und das wäre für Krypto insgesamt eine sehr, sehr schlechte Sache. Also ein heftiger Marktcrash als den wir jetzt gesehen haben. Und damit hätten wir auch sehr, sehr viele Long-Trader, die damit einfach liquidiert werden würden. Also das sind jetzt nur Szenarien, die wahrscheinlich sein könnten. Muss halt alles nicht sein. Aber wir sollten schon das Kind beim Namen nennen und nicht nur die positiven Sachen irgendwie in den Vordergrund rücken, sondern auch die negativen Sachen. Kommen wir auf den Goldpreis. Der Markt scheint sich in sichere Häfen wiegen zu wollen. Der Goldpreis hat wieder ein All-Time-High erreicht. Ich meine, so ein bisschen kann man immer abschätzen, wenn der Goldpreis steigt, dann hat der Markt im Grunde Angst. Wir haben nämlich heute wieder ein All-Time-High, wenn wir auf Gold blicken. Schöne Sache. Trotzdem beunruhigend, weil einfach durch den steigenden Goldpreis signalisiert mir das, dass der Markt zunehmend sich in sichere Häfen, sichere Gewässer hinüber investieren möchte. Und trotzdem habe ich aber, wie gesagt, den Blick auf den Gesamtmarkt, M2, Geldmenge. Umso höher der wird, umso ausgabeinvestitionsfreundlicher ist der Markt. Wir haben auf der anderen Seite die Stablecoin-Marktkapitalisierung, der auch ebenfalls steigt. Das heißt, die Liquidität in Krypto nimmt zwar zu, sie fließt häufiger, aber in Stablecoins. Das heißt, Liquidität ist ja nicht weg, sondern die Liquidität ist da, aber in Form von Stablecoins. Es kann tatsächlich sein, dass der Markt sich so zunehmend so ein bisschen mehr schützen will. Deswegen auch demzufolge der Bitcoin-Preis noch weiter fallen könnte. Für mich ist es aber dennoch keine beunruhigende Sache. So ein Marktschock ist, wie gesagt, immer ein kurzweiliger Punkt, wo der Markt einfach eine Reaktion zeigt. Ich bin nach wie vor long eingestellt. Nach wie vor, wenn wir auch nochmal zusätzlich auf den gesamten Altcoin-Markt blicken, ist das der Markt, der besonders stark leidet, wenn Bitcoin leidet. Ich meine, die Hebelwirkung auf die Altcoins ist halt viel, viel stärker. Trotzdem sind die Gewinnmöglichkeiten auch viel höher. Für mich wird sich jetzt Folgendes abzeichnen. Aktuell, und dabei bleibe ich nach wie vor, wenn wir auf den gesamten Krypto-Totalmarkt Other schauen, also alle Altcoins außer die Top 10, ist das immer ein sehr, sehr guter Indikator, um zu ermitteln, inwiefern der Altcoin-Markt steigt oder sinkt. Ist das für mich gerade eine negative Tendenz, die sich hier abzeichnet? So, ich verhalte mich jetzt wie folgt. Ich lasse erstmal die Finger von Long-Term-Investitionen, wenn ich den Altcoin-Markt blicke. Ich versuche mich auf Bitcoin, Ethereum, Solana vorwiegend zu konzentrieren, weil dort die höchste Dominanz drin ist. Wenn ich in Altcoins investiere, dann nur in Form von Short-Positionen, um natürlich für mich die besten Profite einzufahren. Und ich meine, das zeigt auch die Gruppe. Joine gerne rein, kostenfrei. Ich werde erst ein bisschen mehr investitionsfreudiger sein, sobald ich sehe, dass die Dominanz von Bitcoin nachhaltig abnimmt. Also das ist für mich erstmal eine ganz normale Korrektur. Aber ich will euch zeigen, wie ich das Ganze meine. Wir müssen jetzt in das Jahr 2021 nochmal zurück. Denn da möchte ich euch mal zeigen, was ich genau meine. Uiuiui, das ist ja so 2021 da. Das hier ist 2021, ich mache das mal ganz kurz ein bisschen größer, sorry Leute. So, also
Das hier ist 2021, da war Bitcoin gefragt. Also da war nur Bitcoin im Fokus. Und wenn die Dominanz von Bitcoin abrupt sinkt, ist das immer für uns ein Zeichen, worüber wir über einen Altcoin-Bullrun sprechen können. Erst wenn ich sowas sehe, dann ist das für mich ein Zeichen, in den Altcoin-Markt zu investieren. Bis jetzt sehe ich das nicht. Bis jetzt glänzt Bitcoin, bis jetzt glänzt Ethereum und Solana. Wir wollen natürlich da bleiben, wo wir natürlich das meiste Geld gewinnen, das ist der Altcoin-Markt. Ich darf aber als Investor auch nicht vergessen, dass Gelderhalt in solch Zeiten, wo Bitcoin im Fokus steht, darf ich auch mein Geld nicht verbrennen. Denn das würde ich tun, wenn ich in den Altcoin-Markt investiere. Wenn der ganze Markt auf Bitcoin überschwenkt, dann bringt es nichts, dass ich in den Altcoin-Space investiere, weil dann verliere ich Geld und das will ich ungern. Und natürlich ist auch deine Meinung interessant. Wie du das Ganze bewertest, schreib das in die Kommentare und wir sehen uns auch morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.